So, hallo und willkommen zurück. Ich bin hier nochmal ins Wirtshaus und habe letztens hier einen Auftrag entdeckt. Den zeige ich euch jetzt. Hallo, mein Name ist Callisto. Ich brauche deine Hilfe, dringend. Du hast bei den Bürgern einen guten Ruf. Hör mir zu. Am Stadtrand befindet sich ein feudales Herrenhaus. Der frühere Besitzer ist gestorben und er hat zwei Kinder zurückgelassen. Eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn hielt sich immer für den wahren Erben seines Vaters. Aber als Zweitgeborener stand er hinter seiner Schwester, der rechtmäßigen Nachfolgerin. Also schickte er Assassinen aus, die seine Schwester fangen und töten sollten. Und was hat das mit dir zu tun? Diese Schwester ist meine heimliche Liebe. Doch ich bin nur ein armer Mann ohne Arbeit. Ich habe endlich die Assassinen ausfindig gemacht, die mir ins Gesicht gelacht haben. Sie sagten mir, dass sie von mir 1000 Dukaten wollen, damit sie es sich anders überlegen und mein geliebtes Mädchen freilassen. Du musst dieses Geld für mich beschaffen und es den Assassinen übergeben. Bitte, du wirst mit der doppelten Menge Geld belohnt werden. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt und wie sie von ihnen behandelt wurde. Du musst dich beeilen, wenn wir noch Hoffnung haben wollen. Ich werde dir helfen. Wie kann ich dir danken? Ich weiß, dass du Erfolg haben wirst. Geh zum Hauptmann der Wachen. Vielleicht weiß er, wo diese Gauner zu finden sind. Und schon haben wir 2 Aufträge für die Katakomben. Wir haben daneben noch einen anderen Auftrag, nämlich die Brackläuferkönigin zu finden. Und ersterer Auftrag ist sehr leicht zu lösen. Sieht gut aus. Nochmal. Erster Auftrag ist sehr leicht zu lösen, beziehungsweise mittlerweile recht einfach. Ihr wisst ja, Brackläufer sind ziemlich stark, aber eben habe ich ja jetzt ihre Schwäche herausgefunden und habe sie auch schon mal verwandt. Und das hilft sehr gut. So, sprechen wir mit dem Hauptmann. Ja. Hast du etwas über die entführte Erbin gehört? Du bist wohl die Person, die Callisto für den Auftrag angeheuert hat. Mhm. Nun, an dem Tag, an dem Callistos Mädchen entführt worden ist, hat ein Wachmann diese seltsamen Kerle mit den langen Hüten gesehen. Gerüchten zufolge gehörten sie einem alten Orden der Assassinen an. Der Orden wurde wohl zerschlagen. Von wem? Aber seitdem ziehen ein paar Übriggebliebene durch die Stadt und verbreiten Angst und Schrecken. Sie scheinen sich in den Katakomben eingenistet zu haben, hier im inneren Bezirk. Vielleicht findest du sie da unten. Gut. Bis später. Dann haben wir 2 Aufträge für die Katakomben. Was bedeutet, wir werden wieder mal in die Katakomben reisen. Und da einiges machen. So, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo es eine Möglichkeit gab, in die Katakomben zu reisen. Wo war das noch gleich? Hier im Umkreis war das da vorne. Ja, genau da. Da war das. Ja. Dann machen wir uns auf den Weg in die Katakomben und questen jetzt da ganz schön. Einmal bezüglich dieser Assassinen und dann bezüglich der Brackläufer. Ich habe auch so mal eine gute Nachricht. Ich weiß direkt, wo die Brackläufer-Königin ist. Weswegen wir nicht die Zeit mit nerviger Sucherei verbringen müssen. Ja, komm her, komm her. Ich habe das jetzt endlich mehr oder minder raus, wie man das anzugehen hat. Nämlich geht hier lang. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit der Alchemie funktioniert. Werde es aber noch rauswenden. Und dann werde ich mir ein paar schöne Heiltränke kombinieren. Basteln. Und oh, stimmt, ich habe die ganze Combo gelernt. Egal. So. Und wo ging es jetzt noch gleich lang? Hä? Assassine. Ich sehe dich. Au. Und
genug Lebensenergie. Lebt er noch? Habe ich gar nicht gesehen. Na, komm, Papier. Geht doch. Danke, Kumpel. Öffnen wir die Truhe. Da oben. Da unten. Hier unten. Wieder zurück. Da unten. Zweimal. Und dann da oben. Ach Mist, das war falsch. Naja. Nochmal. Da oben war das. Genau. So. Doch nichts anderes. Einige Sätze. Und dann durchsehen wir hier diese. Oh oh, ich habe mir jetzt nicht alles gemerkt. Glück gehabt. Das war jetzt wirklich Glück. Ich habe mir ab der Hälfte den Ablauf nicht mehr gemerkt. Da hatte ich aber wirklich Glück. So. Was gilt es zu tun? Wir müssen die Assassinen finden. Die Parkläuferkönigin weiß ich noch. Wo die ist. Aber nicht, wo die Assassinen sind. Erstmal gehe ich hier lang. Zwecks Parkläuferkönigin. Ich weiß ja, eigentlich sollte Paul keine Angst vorm Tod haben, aber ich möchte das Nutzen der Schattenenergie, wenn immer es geht, aufsparen. Nach unten. Und. Oh oh, das war noch nicht. Das war's aber. Sehr schön. So. Da unten irgendwo. Laterne. Eine Truhe. Sehr schön. Geht doch. Natürlich kümmern wir uns jetzt auch um die Aufträge. Ist ja klar. Aber ich müsste alle Aufträge erledigt sehen. Oh, Mistvieh. Das wäre das. Ah! Mal sehen. Vielleicht bringt mich das ja wohin. Ja. Nur so ein paar neuen Sets. Nichts weiter mehr. Naja, egal. Ist ja auch immerhin was. So.
das erledigt. Mehr war hier leider nichts zu finden. Ich muss zugeben, ich weiß noch nicht genau, wo die Assassinen sind, weil diesen Auftrag habe ich noch nicht gemacht vorher. Aber ich weiß, wo die Parkläuferkönigin ist. Drecksvieh! Du nervst schon mehr als genug. Hier ist ein Assassin. Das sollte ich vielleicht was sagen. Der Assassin ist immer leicht. Hang, cut, boom, clear. Ein paar Karten. So. Ah, okay, ich muss bedenken. So geben es war dort noch nicht. Wisst ihr was? So geht das auch. Ganz leicht. Ich glaube, in dem Gang war es noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Bestätigen kann ich das nicht. Lektoren. Das heißt, einmal meine Mondklinge. Meine verbesserte natürlich nur. So. Ich bin gar nicht so falsch gerade. Da sind sie. Ha! Hat Callisto dich geschickt? Also, wo ist das Geld? Ich habe es. Gut. Jetzt gib mir das Geld und wir lassen sie gehen. Hier, nimm. Lass sie gehen. Sei gesegnet. Du hast gerettet, was noch von mir übrig ist. Von jetzt an kannst du die Gondoliere bitten, dich zu meinem Haus zu bringen. Und ja, ich sage mein Haus, obwohl mein Bruder dort noch das Sagen hat. Aber ich werde es zurückholen. Ich werde alles zurückholen und das Leben meines Bruders nehmen. Denn wegen ihm habe ich gelitten. Und das Leid wird er zurückerhalten. Wenn er ein letztes Mal schreit, werde ich in meiner großen Halle den ersten Schluck Wein genießen. Du darfst mir jederzeit Gesellschaft leisten und deine wohlverdiente Belohnung abholen. Bis dahin kannst du diesen Ring haben. Du wirst deine Kräfte zu schätzen wissen. Leb wohl. Gut. Du hast deine Aufgabe erledigt und wir unsere. Und jetzt, lass uns in Ruhe. Geschäft ist Geschäft, richtig? Na gut. Auf Wiedersehen. Im Grunde können wir sie ja diesmal verschonen. Ring des Lebens. War das nicht der Ring, der vorhin in dem Geschäft angeboten wurde? Stellt langsam Gesundheit wieder her. Hab ich den Sohn? Oh, muss auch noch öffnen. Ha? So. Gut, als weiteres machen wir dann noch das mit der Parkläuferkönigin. Das ist praktisch dasselbe wie beim letzten Mal. Moment, 9. Ja, ist aufgefüllt. Gut. Wir haben jetzt 1000 Gold bezahlen müssen, aber naja, vielleicht kriegen wir die noch wieder. Hoffentlich mal. Naja, und naja, in jedem Fall kriegen wir die dadurch wieder, indem wir die Unkosten mit Sätzen wieder reinholen. Ist also kein Problem. Und den Ring des Lebens, erinnert ihr euch? Der hat ja sehr viel gekostet bei dem Laden für Okkultes. So, dann markiere ich jetzt
dann markiere ich jetzt die Königin der inneren Katakomben-Quest. Danach, was machen wir dann? Ich habe übrigens ein Herz-Song gefunden für fahle Herzen. Und zwar bei dem Löwen, den wir bekämpft haben. Ihr erinnert euch, der Steinlöwe. Da, der hat nämlich ein fahles Herz für uns, von denen. Und, ach herrje, muss ich noch weit laufen. Naja. Ja. Ihr erinnert euch das an den Steinlöwen, den wir bekämpft haben. Der hatte eins dieser fahlen Herzen. Und, ja. So sieht's aus. Ich muss es einmal nachgucken. Wo geht's denn hier lang? Was? Lektor. Die nehmen das Ding, weil wir ja mittlerweile eine richtig gute Mondklinge haben. Noch mehr davon. Ich muss gegen diesen Gang weit noch gar nicht. Das ist interessant. Spezieller Schlüssel benötigt. Zur Kathedrale. Okay, hier muss ich aber... denke ich noch nicht hin. Leider, da ich schon fortgeschritten bin, wie gesagt, weiß ich schon... Da ich schon fortgeschritten bin, weiß ich schon, was wir hier erledigen müssen. Aber den Auftrag habe ich noch nicht. Hier lang, ne? Nicht, dass ich schon wieder den falschen Weg gehe und da reingehe. Okay. Ja, dann machen wir uns jetzt auf den Weg, den zweiten Auftrag der Reihe zu erfüllen. So, okay. Von hier aus muss jetzt bis da unten hin. Das heißt, kämpfen. Gegen den. Aufgabe erfüllt. Weiter. So, und zwar muss ich jetzt irgendwo hier lang. Genau hier lang. Die Lampe wieder einsetzen. Soweit ganz richtig. Ach ja, jetzt erinnert mich, wo es lang ging. Hier lang. Genau, hier sind sie uns entsprechend, um es anzukündigen, mehr von den Viechern. Bam! Neue Stufe! Stufe 20 erreicht. Super! Okay, aber an dieser Stelle speichere ich einmal. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir dann jetzt den Auftrag erfüllen gehen. Und die Parkläuferin bekämpfen. Also, die Königin jedenfalls. Also, bis dahin. Ciao.